Der Film Feuchtgebiete zeigt eine super geile Hauptdarstellerin im Kampf mit sich selbst und der Umwelt. Wir haben 2 Wochen eigentlich vorbereitet, nur für die Helen. Durch David habe ich meine Haare geschnitten. Die waren ganz, ganz lang, bis zu meinem Po. Dann meinte David, machen wir alles weg. Es ist natürlich auch eine besonders krasse Rolle und von vornherein sind da auch viele nicht bereit, damit zu spielen, egal eigentlich, wie das Drehbuch denn aussieht. Und er hat mich zur Schule geschickt. Nur der Rektor wusste, dass ich eigentlich Schauspielerin bin und dass ich da recherchiere. Ich hatte keine Ahnung, wie man Skateboard fährt. Aber es ist ein Longboard. Das ist ein bisschen einfacher als Skateboard, weil es ist stabiler. Und ich habe mit der deutschen Europameisterin das Ganze gelernt. Ich hatte echt einen Profi dabei. Viele blaue Flecke und Muskelkater. Am Arsch.